Entnahme ihrer Eizellen zum Einfrieren ist schmerzlos. Sie erfolgt mit Hilfe eines kleinen Eingriffs auf vaginalen Wege und anhand einer leichten Sedierung. Auch wenn es kein Mindest- oder Höchstalter gibt, so wird empfohlen, es vor dem 35. Lebensjahr durchzuführen, um eine ausreichende Zahl an Eizellen von guter Qualität zu erlangen, da ab 35 normalerweise mit einer Abnahme der Qualität und der Quantität der Eizellen zu rechnen ist. Der Gynäkologe erstellt das Stimulationsprotokoll, das im Durchschnitt zwischen 8 und 10 Tage umfasst. Damit eine möglichst hohe Zahl an Eizellen erzielt wird, muss die Klinik im Durchschnitt dreimal aufgesucht werden. Um die Ultraschallkontrollen vorzunehmen, um die für die einzelnen Frauen geeignete Hormondosis zu bestimmen und um die Reaktion der Eierstöcke zu optimieren. Das ist nicht nötig. Die Entnahme der Eizellen ist ein einfaches Verfahren, das etwa 15 Minuten dauert. Und Sie müssen der Arbeit nur am Tag des Eingriffs fernbleiben. Wobei es nach dem Eingriff ratsam ist, einen entspannten Nachmittag zu verbringen und nicht Auto zu fahren. Zweck der Stimulation ist es, eine geeignete Zahl der Eizellen zu erhalten. Die Personalisierung des Verfahrens und die Auswahl der Medikamente sind entscheidend, um möglichst viele Eizellen bei einer einzigen Entnahme zu erlangen. Einmal kryokonserviert, erhalten sich die Eizellen unverändert unter den gleichen Bedingungen und auch im Verlauf der Jahre werden sie nicht beschädigt. Wir müssen jedoch berücksichtigen, dass die Altersgrenze der Frau für eine Behandlung der künstlichen Befruchtung in Spanien bei rund 50 Jahren liegt. Es wird ein einfaches Verfahren eingeleitet, das weder Hormone noch Stimulation der Eierstöcke erfordert. Der Körper muss lediglich auf die Aufnahme des Embryos vorbereitet werden und es muss der geeignete Zeitpunkt des Zyklus für das Einsetzen geplant werden. Parallel dazu werden die Eizellen im Labor aufgetaut, mit dem Samen des Partners befruchtet und der entstandene Embryo wird in die Gebärmutter eingesetzt. Die Embryonen, die nicht eingesetzt werden, können für zukünftige Behandlungen eingefroren werden. Die Frau, die beschließt, Mutter ohne Partner zu werden, kann auf Spendersamen zurückgreifen. Die Eizellen werden mit dem Samen von der Samenbank befruchtet und nach der Geburt wird das Baby rechtlich als Kind einer Einelternfamilie eingetragen. Die Vitrifizierung hat keinen Einfluss auf das zukünftige Baby. Es gibt keinen Unterschied zwischen Kindern, die nach einer Behandlung der In-vitro-Fertilisation mit eingefrorenen Eizellen oder Embryonen geboren werden und denen, die in einem natürlichen Zyklus geboren werden. Wenn sie letztendlich nicht auf die eingefrorenen Eizellen zurückgreifen möchte, kann die Patientin frei entscheiden, was sie damit machen möchte. Es gibt drei Möglichkeiten. Eine Option wäre, sie zu spenden, damit andere Paare die Chance erhalten, Eltern zu werden. Sie kann sie aber auch der Wissenschaft spenden oder einfach entsorgen lassen.